Jo, meine Freunde, was geht ab euch? X7 hier am Start am Clash of Clans Sonntag mit unserer Mauer to Make Serie. Einer meiner neuen Lieblingsserien. Sie hat mir so, so, so viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei Folge 2 und wir sind schon fast durch. Oh Gott, die Mauern gehen so, 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 so schnell. Seht ihr meine schicke Base? Wir haben unsere Bachi-Farmis genau in der Mitte. Sie sehen aus wie Ameisen für mich. Sieht sehr merkwürdig aus, als würden sie sich... Ich wollte schon Paaren sagen. Wir sind artig in dieser Folge. Nicht so bekloppt wie im Gefängnis letzte Folge bei X-Ken. Vergesst es. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich bin heute sehr müde. Ja, deswegen vielleicht eine Nummer ruhiger heute. Mal sehen. Also, findet ihr meine Base auch so schick? Ich liebe sie. Ich habe sie mir vor ein paar Tagen gebaut und... Sie macht mir richtig viel Spaß. Ich war einmal so blöd. Also das ist so meine Spaßbase. Also quasi für diese Serie habe ich hier das gebaut. Dann sehen wir in der Mitte, was wir immer für Truppen haben. Und ich habe die dann so eingestellt und es war spät abends. Und ich habe mein Handy dann weggelegt und habe vergessen, das Layout zu wechseln. Ich wurde so angegriffen. Und der Typ hat auch noch gefailt. Ich hätte euch das so gerne gezeigt, aber leider ist die Wiederholung nicht mehr zur Verfügung, beziehungsweise nicht mehr verfügbar. Vorgestern, Freitag habt ihr mein Video zu dem dunklen Elix gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Ich habe es geschafft, mein King geht jetzt auf Level 10, er wird 10 Jahre alt, noch relativ jung. Ich freue mich ja, wenn er dann irgendwann so alt ist wie ich, dann... Haut er hoffentlich richtig rein, das wird noch einige Zeit dauern, dann werde ich wahrscheinlich auch schon wieder älter sein. Na, mal sehen, also unser King wächst und unsere Base sieht so schick aus wie noch nie zuvor. Und ich würde sagen, bevor wir zu viel Zeit verschwenden, springen wir direkt ins Geschehen und suchen uns den ersten, den wir platt machen können, bei dem wir uns das Gold abstauben können und danach, was war's für ein danach? Und danach gucken wir uns nochmal ein paar Devs an. Ich weiß nicht, wie viel oder was ich zur Verfügung habe. Ich werde so, 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 so selten angegriffen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich haben die Angst wegen meinen Mauern. Naja, wir springen ins Geschehen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir einen gefunden haben, der vernünftiges Loot hat. Wobei, ich habe momentan ein bisschen Schiss. Weil, also nicht Schiss, sondern ich habe die Befürchtung, dass wir sehr, sehr schwierig einen finden. Ich bin in Silber 1 abgerutscht, weil ich wegen dem Dunklen mir einfach das schnell geholt habe. Also auch wenn da so ein Bohrer war, ich wollte einfach die 40k zusammen haben. Deswegen bin ich sehr, sehr niedrig mit den Cups momentan. Ich mag es momentan lieber in Gold 3 zu farmen, habe ich ja auch letztens gesagt. Da versuchen wir wieder hinzukommen. Deswegen habe ich Angst, dass wir hier jetzt sehr schwierig Gold finden. Vor allem bei dieser Uhrzeit, beziehungsweise bei dieser Tageszeit ist es... so mitten am Tag, so relativ in Richtung Nachmittag, aber trotzdem, wenn ich das so einschätzen kann, ich finde das beste Loot immer so abends ab frühestens ab 8 Uhr, also 20 Uhr vorher, sehr ungünstig zu farmen, aber vielleicht haben wir Glück. Ich hoffe es natürlich für diese Serie, damit ich jetzt nicht hier eine halbe Stunde sitze und die Suche rausschneiden muss. Bisher seht ihr ja alles mit. Ich habe ja genug zu quatschen. Wir haben einen gefunden, ohne rauszuschneiden. Geht direkt mein Rathaus 9er Freund mit den Babymauern. Ha! King auf Level 5. Auf Level 5. Du armer King. Queen auf 4. Ich sag besser nichts zu den beiden. Der Witz würde in die falsche Richtung springen. Wir klauen uns jetzt dieses Gold. Und wieso gehe ich auf das Elix? Der hat keine Testers am Rathaus, deswegen holen wir uns nur das Gold. Auf das Elix brauchen wir sowieso keine Rücksicht nehmen. Wir haben ja sowieso leider immer volles Elix. Ich hätte lieber irgendwas, damit ich das, also für das ich das ausgeben kann. Also wirklich irgendwas Vernünftiges, wie diese Army Camps. Da freue ich mich drauf, die bald aufzuwerten. Beziehungsweise ich fände es cool, wenn man im Labor mehrere Sachen gleichzeitig aufwerten kann. Quasi wie in Plunder Pirates, da kann man ja alles gleichzeitig machen. Ist ein bisschen übertrieben, aber wenigstens, ich sag mal,
zwei bis drei Sachen oder wenigstens einmal Spells und Truppen. Was haltet ihr davon? Wenn man Spells und Truppen gleichzeitig aufwerten kann, also einen Spell und eine Truppe. Also nicht, dass man alles gleichzeitig machen kann, sondern einmal Spell und eine Truppe. Also das wäre, fände ich, eine richtig gute Idee. Dann ist das nicht zu übertrieben, dass man alles gleichzeitig machen kann, wie im Plunder Pirates. Aber wenigstens, dass es ein bisschen zügiger geht. Zum ersten Mal, dass ich mehr Barbaren als Bogies ausgegeben habe. Meistens sieht es so aus, dass ich mehr Bogies ausgebe als Barbaren. Der Kampf ist gewonnen. Leckeres 209 Gold. 209k Gold. Vernünftig. Da wir unsere Truppen ja die ganze Zeit im Dauerdurchlauf haben, haben wir wieder die Hälfte wieder dazu bekommen. Wir gucken jetzt mal in unsere Lager, wie viel wir drin haben. Vielleicht können wir direkt nochmal angreifen, bevor wir dann alles ausgeben bei irgendeinem Guten oder bei irgendwem, der noch mehr anbieten kann. Und dann gucken wir uns mal unsere Verteidigung an. Wobei, es sieht ein bisschen leer aus hier rechts im Camp. Warten wir noch, dass da ein bisschen mehr Leute reinkommen, und wir gucken uns unseren meinen Verteidigungslog an. Und wie ihr hier schon bemerkt, werde ich sehr, 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 sehr selten angegriffen. Es liegt meistens dazwischen ein ganzer Tag. Was ich sehr krass finde, weil andere sagen mir, sie gehen eine Minute aus dem Spiel raus und werden direkt angegriffen. Auch wenn nur das Rathaus weggeklatscht wird oder komplett die Base angegriffen. Bei mir liegt ein Tag dazwischen, wirklich ein richtiger Tag. Hier ein bisschen öfter, da habe ich das Schild auch zwischendurch gebrochen. Wir gucken mal. 4 Tage und 39 Minuten, was? 4 Tage, dann 3 Tage, okay, das war relativ nah aufeinander. Hier sind 12 Stunden dazwischen, 12 Stunden und dann ein Tag. 12 Stunden und dann wieder ein Tag und ja, irgendwie, es liegen immer so ein Tag bis 12 Stunden, vertue ich mich da gerade? 12 Stunden hat man ja das Schild. Bin ich doof? Ich werde selten angegriffen, wirklich selten. Also ich bin dann meistens auch, also ich breche das Schild ja auch, ich lasse es ja nicht immer 12 Stunden durchlaufen. Wenn ich gerade falsch mit Mathe gemacht habe, tut mir leid. Mit Mathe habe ich nichts am Hut, auch wenn ich es mündlich im Abi hatte. Oh Gott, aber es ging gut, also es war sehr angenehm im Abi. Würde ich jedem empfehlen, der halbwegs mit Mathe zurechtkommt, nehmt Mathe mündlich im Abi, das war sehr, sehr angenehm. Naja, also Auch wenn ich vielleicht hier irgendwie falsch gerechnet habe, ich breche mein Schild, aber trotzdem werde ich irgendwie selten, sehr, sehr selten angegriffen. Also ich bin meistens viele Stunden ohne Schild, was mir große Angst macht, aber naja. Gucken wir uns die erste, schade, wir können uns nur eine vernünftige Verteidigung angucken. Nur der Typ hier mit 100 Goblins, 55 Bogies und 13 Riesen. Davor und danach wurde mir nur das Rathaus weggeklatscht. Also das ist quasi, seht ihr, es kommen wirklich Leute, die nur euer Rathaus wegklatschen. Wir gucken uns mal den ganzen Lock an. Wo war das letzte mit diesen Hawks? Das war hier das war der letzte. Danach wurde mir kaum was geklaut, Rathaus. Der hier wollte auch was stehlen, hat auch was rausbekommen. 300.000 Gold, wie hat er das denn angestellt? Da hatte ich wahrscheinlich viel in den Sammlern und auch in den Lagern drin, weil ich da dann alle Bauarbeiter drin hatte. Das ist auch schon wieder 7 Tage her, meine Güte. Dafür, was ich sage, oder was ich auch in dem Freitagsvideo gesagt habe mit dem dunklen Elixier, schaut euch meinen ganzen Log an. Wie viel Dunkles wurde mir gestohlen? Fast gar nichts. Der hier hat hier noch am meisten geholt mit den 127 und ich denke, das ist nur aus den Bohrern. Also, Dunkles, also der hier hat sehr, sehr viel geholt, das ist schon 11 Tage her, aber da hatte ich da meine alte Base? Ich habe keine Ahnung, was ich da hatte. So, wo waren wir? Also hier, Rathaus, der hat ein bisschen draufgeklatscht, der hatte auch schon Max Magier, Max Bogies und Level 6er Riesen, der kommt durch meine Base durch, hat trotzdem gefailt und nur 18 Dunkles mitgenommen, oh Gott. Seht ihr, wie die ganzen Leute hier failen? Der hatte sogar einen Packer dabei, 6 Dunkles. Der hat 2 Heal-Spells, 100 Bogies, 58 Dunkles, 24 Dunkles, 5 Dunkles, 109 Dunkles. Wieder mit Hawk Rider und Riesen auf Level 5, King auf 10, Max Rage-Spell. Auch nicht wirklich viel rausgekriegt. Der hier hat 116 rausgekriegt. Und jetzt gucken wir uns die eine Wiederholung an. Von dem 127er, oder wir greifen als erstes an,
weil mit den Babytruppen kann man auch noch angreifen. Also man kann beim Farmen auch, da muss man nicht volle Truppen haben. Ich glaube, wir greifen zuerst an und während dann die nächste Ladung ausbildet, werden wir dann uns die Verteidigung angucken. So, suchen wir uns den nächsten und ich würde sagen, diesmal quatsche ich nicht die ganze Zeit durch. Vielleicht schlafe ich ja in der Mitte ein und dann werden wir keinen weiteren Kampf finden. Vergessen wir es. Ich schneide das jetzt raus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einen Gegner gefunden haben. Und ich hoffe, es geht so schnell wie gerade eben. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also, bis gleich. Drückt mir die Daumen und sagt, hey, wir haben einen gefunden, ohne dass ich wieder was machen musste. Das ist jetzt nicht wirklich das große Loot, diese 154 oder 155. Der hat sein Rathaus auch wieder draußen stehen. Wo ist sein Rathaus? Ach, da unten. Okay, der hat auch nicht das große Loot hier, hat dafür sogar einen Bohrer draußen stehen, da ist auch kaum was drin. Aber immerhin nehmen wir doch diese 150k mit. Wären wir doof, wenn wir das nicht mitnehmen würden. Wir sind ja nicht so wie in letzter Folge, dass wir 300k liegen lassen, nur weil ich keine Zeit hatte für das weil ich auf das Dunkle wollte und keine Zeit mehr hatte. Der zwei Sammler oder Minen da drin. Sollen wir da dran gehen? Ich denke, wir versuchen es da mal ein bisschen dran zu gehen. Wir haben schon ein paar verloren und die gehen jetzt auch in die falsche Richtung. Das ist ein bisschen blöd, weil die Base komisch gebaut ist an dieser Ecke. Sollt nicht auf den Tesla gehen, jetzt geht bitte auf das Gold. So, jetzt gehen die wenigstens auf das Gold. Können hier noch was rausziehen. Nicht so viel, wir gehen auf die linke nicht drauf, aber hier auf die rechte wenigstens. Dann können wir uns die Verteidigung in Ruhe angucken. Und rede ich heute. Sehr, sehr merkwürdig. Und dann hoffen wir auf einen dritten Raid. Ich denke, das ist in Ordnung. Von diesem Loot her nicht das Beste, aber immerhin. Bitte seid außer Reichweite, ich hoffe es. Dass wir uns wenigstens den Sieg mitnehmen, natürlich nicht. Sie halten wenigstens zwei Schüsse aus, hoffentlich wechselt der Minenwerfer sein Ziel. Wäre optimal, das sieht gut aus. Wechsel dein Ziel, geh auf die Barbaren. Vielen Dank und unser Rathaus, sein Rathaus wird kaputt gemacht. Rathaus 7er, tut mir leid für ihn. Eigentlich greife ich Rathaus 7er ungern an. Immerhin 127k und 107 Dunkles. Mein Dunkles... Obwohl ich gestern 40k ausgegeben habe, habe ich jetzt schon wieder 4000 drin, nur durch die Bohrer und so ein paar Farmangriffe, wobei ich danach eigentlich kaum noch angegriffen habe. Ich frage mich selbst, woher das ganze Zeug jetzt kommt. Geht eigentlich ziemlich schnell mit meinem Dunklen, wobei ich will gar nicht so viel haben, weil mein King ist jetzt sowieso Max für dieses Rathaus. Danach brauche ich nur noch Dunkles für meine Truppen im Labor. Wo steht mein Labor? Hier oben. Da ich aber nach diesem Rage-Spell meine Drachen anschmeißen will und die 10 Tage dauern, habe ich ein bisschen Schiss, dass ich dann zu viel Dunkles habe und dann einfach die ganze Zeit ausgeraubt werde. Mal sehen, wie es läuft. Ich hatte irgendwie Glück mit diesen 40k Dunklen. Ihr habt es ja gesehen in meinem Verteidigungslog. Mir hat kaum einer was gestohlen. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich gewesen oder Glück gehabt oder Glück für mich, dass mich keiner wirklich ausgeraubt hat, weil... Dann hätte es deutlich länger gedauert, wenn ich dann, keine Ahnung, dreimal angegriffen worden bin. Alle haben dann 3 Sterne und haben dann 2 bis 3k Dunkles gestohlen. Oder wenn mich einer geblitzt hätte, das wäre sehr, sehr unschön gewesen. Wir sparen jetzt als erstes, glaube ich, auf Minions oder Hawks oder Valkyren nehme ich, glaube ich, als allerletztes. Am sinnvollsten wären ja wirklich die Golems. Wobei ich die erst gebrauchen kann, wenn meine Packers dann auch da sind und dann meine Packers auch auf 3 sind. Für Go-Wipe dann im Clankrieg. Naja, wir können ja ein bisschen was sammeln. 60.000, da habe ich Schiss, das zu haben. Aber immerhin haben wir dann was. Wir kümmern uns als erstes um unsere Drachen jetzt als nächstes. Naja, gucken wir uns jetzt die Verteidigung von dem Typ an. Mister, ist es 5? 5P... 4D3. Was für ein Name. Merkwürdig. So, mal sehen, was er macht. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich was in der Clanburg drin. Ich glaube, Loons. Ja, oder? Ja, Loons sind drin. So, er geht mit seinen Goblins da drauf. Wie schnell diese Goblins einfach da drauf gehen. Setzt er was ins Rathaus? Nein. Okay. Die sind schon durch die Mauer durch. Ich muss eigentlich meine Mauern besser verteilen. Einmal nicht.
Und die Bogies müssten jetzt gleich auf meine Loons draufgehen, aber würde ich euch wirklich empfehlen, nehmt Loons oder Magier mit in eure Clanburg. An dieses Elix-Lager kommt er natürlich sehr leicht dran. Er hat keinen übrig, der an meine Loons kaputt machen kann. Der arme Typ, wie kommt der an das Dunkle dran? Ja, natürlich ist das extra so, dass das Elix-Lager da, jetzt geht er auf mein Rathaus, dass dieses Elix da sehr, sehr einfach, dass man da sehr, sehr einfach drankommt. Ich habe sowieso genug und das ist kein Problem. Er hat 460 stehlen können. Jetzt kommt er mit seinen ganzen Goblins da rein. Mich wundert es, dass diese Goblins so viel aushalten, dass sie einen kompletten Minenschuss überleben. Oh, das ist das Problem. Er gibt mir kein Schild, weil meine Loons einfach seine Bogies kaputt machen. Jetzt kommt er mit seinen ganzen Riesen. Meine Güte. Also er hätte sich besser anstellen können. Riesen haben schon sehr gute Arbeit bei meiner Base geleistet. Mindestens 2 Sterne. Seit den letzten Tagen dann gar nichts mehr. Ihr habt es ja gerade gesehen. Aber er stiehlt wirklich mein ganzes Dunkles nur aus diesem Bohrer. Da seht ihr, dass das nachts war und ich da lange nicht drin war. Aber es bringt's wirklich, dass ihr die Bohrer aufwertet. Naja, der Angriff verläuft nicht so wirklich gut für ihn. Er geht jetzt mit den Riesen auch auf die rechte Seite. Wobei, normalerweise will man auf die linke, jetzt gehen sie wieder zurück. Ein nach dem anderen Ballon stirbt jetzt. Und ja, das war es leider für ihn. Er hat nicht wirklich was geholt. Immerhin 208 Elix, obwohl er nur... Ich finde das sehr merkwürdig. Er hat über die Hälfte geklaut und hat nur ein Lager kaputt gemacht. Merkwürdig. Naja. Ansonsten bin ich sehr zufrieden hiermit. Danach wurde mir nur mein Rathaus weggeklatscht. Das ist das Beste, was man haben kann bei einer Farmbase. Unsere Lager sind noch immer relativ dicht besiedelt. Schade. Ja. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal sagen, was ich vorhabe mit euch, wenn meine Mauern denn alle auf Max sind, weil ich denke, es geht sehr, sehr schnell. Wir sind bei Folge 2. Folge 2, ich habe gedacht, es werden ein paar mehr Serien oder mehr Folgen und die Hälfte ist schon fast fertig oder die Hälfte, ich habe keine Ahnung, seht ihr ja im Titel, wie viele Mauern wir haben und wie viele mir noch fehlen, aber trotzdem, es geht sehr, sehr rasend schnell, ich weiß noch nicht, was ich mache. Entweder machen wir dann anstatt Mauer to Max wird natürlich bei Rathaus 9 fortgesetzt, das dauert dann noch was, entweder machen wir dann Rathaus 8 to Max, wobei sich das dann ein bisschen mit meinem Let's Play überschneidet. Oder wir machen... Ja, so Challenges. Hatte ich ja vor und hatte ich ja auch vorher gemacht. Jetzt kann ich ein bisschen mehr zeigen. Vielleicht können wir dann wirklich Challenges machen. Dann habe ich ja wenigstens alle Dinger, alle Mauern gemaxt. Also entweder machen wir dann Challenges oder Rathaus 8 to Max. Mal sehen, ich überlege mir da was. Wenn ihr irgendeinen coolen Vorschlag oder eine spannende Idee habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin da sehr offen für neue oder spannende Ideen. Da freue ich mich sehr darüber. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, gerne damit in die Kommentare. Würde mich freuen. Bartschies, wo braucht ihr? Wie lange braucht ihr denn? Ist mir nicht mehr normal. Da freue ich mich drauf. 5 Tage, dann kann man 5 Truppen mehr mitnehmen. 15, 15, 20. Immerhin 20 Truppen mehr. Können wir ein bisschen mehr wegbatschen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn unsere Truppen fertig sind und wenn wir dann den richtigen Gegner gefunden haben. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt im richtigen Kampf wieder. Und dann hoffe ich, dass wir, ja, 200k Gold dürfte drin sein, dass wir dann 2 Mauern aufwerten können, dass wir dann hier links an der Kuppel arbeiten und dann, ja, wächst unsere Base, unsere Mauer zu Max Serie, dann haben wir wieder 2 Mauern geschafft. Das finde ich immer sehr vernünftig. Ich weiß noch nicht, wie ich das bei Rathaus 9 mache mit diesen Mauern, die dann 1 Million oder 3 Millionen kosten. Da muss ich ein bisschen vorher sparen und dann auch ein paar Angriffe zeigen von den letzten Stunden oder Tagen oder so. Mal sehen, ich bin da sehr gespannt, aber da haben wir auch noch einige Zeit für oder es dauert noch was. Und also bis gleich, wir sehen uns dann im Kampf endlich, wenn wir gutes Loot gefunden haben. Drückt mir die Daumen, dass wir was Vernünftiges gefunden haben. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Mein Akku ist fast leer und deswegen haben wir leider nicht volle Truppen und der Typ ist auch noch sehr, sehr hässlich. Was hat er denn seine Minen oder seine Sammler da drin? Minen. Goldminen.
Und sein Rathaus auch noch. Was ist das für eine Base? Ganz ehrlich, hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Tesla da in der Ecke, ja, ja. Wir gehen, da sind die und da. Okay, wir versuchen jetzt dieses Gold zu stehen, auch wenn wir weniger Truppen haben. Wir nutzen keinen Rage oder Heal Spell. Das sehe ich nicht ein bei so einem hässlichen Typ. Wie heißt der Typ? Kelsey An. Oh, das ist ein Mädchen. Ich nehme alles zurück. Nein, natürlich nicht. Für mich gibt es nur ein Mädchen. Kelsey An wird jetzt sterben, beziehungsweise kriegt jetzt das ganze Gold abgezogen. Ich hoffe, du brauchst es nicht. Du wirst es nämlich nicht behalten. So, hier kommen wir ein bisschen schwieriger. Oh Gott, was ist das für eine Verteilung? Wir haben endlich wenigstens gutes Deutsch. Wir haben wenigstens genug Gold. Dass wir jetzt, auch wenn wir jetzt das restliche hier nicht rauskriegen würden, hätten wir genug für unsere zwei Mauern. Wir kriegen es wirklich nicht raus. Nein! Ich setze mal genau in den Minenwerfer rein. Sehr gut. Und sie brechen durch diese Mauer durch. Wir kriegen das Gold noch. Ich denke, wir kriegen es noch. Wenn ihr auf das Richtige schießen würdet, Bogis. Den Sieg kriegen wir leider nicht. Dann fallen wir wieder im Rang. Aha. Egal. Kriegen wir hin. Wenn Barbie schon in Silber ist, dann bin ich auch in Silber. Naja. Wir kriegen noch ein bisschen Gold. Nice, nice, nice. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bogis, ich bin stolz auf euch. Wir haben das eine noch geholt. Wir kriegen den Minenwerfer platt. Ah, hat er die einen Bogis da auch noch weggeholt. Der kriegt noch 2-3 Schüsse. Die kriegen noch keinen Schuss mehr. Schade. Schade, schade. Aber wir haben so gut wie das ganze Gold geholt. Leider nicht den Sieg. Sehr, 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 sehr knapp. 196.000. Wir haben jetzt heute nicht so den Mega-Loot dabei gehabt. Aber dafür, dass wir so kurz gesucht haben. Also ich habe jetzt wirklich... Davor habt ihr es ja mitbekommen. Und dann nur 2 Suchen, 3 Suchen, 4 Suchen. Ging eigentlich relativ zügig. Wir schmeißen jetzt das Gold in unsere Mauern rein. Und dann muss ich aufhören mit diesem Video. Ich würde gern noch einen Angriff machen. Aber leider ist mein Akku fast tot. Ich habe nur gewartet auf die letzten Truppen und dann kam da oben, Handy ist gleich leer, also da stand da nicht, da stand dann keine Ahnung, was da steht. Und dann habe ich ein bisschen Respekt bekommen, beziehungsweise Angst. Ich mag das nicht, wenn im Video das Handy leer geht. Ich habe das noch nie erlebt, beziehungsweise ist mir noch nie passiert, dass es dann wirklich mitten im Video, mitten in der Aufnahme ausgeht. Ich habe keine Ahnung, ob dann die Aufnahme kaputt ist oder so. Möchte ich nicht erleben, wollen wir nicht. Wir werden jetzt 2 Mauern auf, einmal hier die und einmal hier die. Wieder 2 neue dazu bekommen. Wie gesagt, unten im Titel steht dann quasi, wie viele Mauern wir schon geschafft haben. Und ja, nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder bei der nächsten. Also ich hoffe, es gibt nächste Woche noch eine Serie. Wenn ich Glück habe mit den Mauern, dann sind wir schnell durch. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Leider jetzt ein bisschen gerusht am Ende. Bevor mein Handy abstürzt oder leer geht, machen wir wenigstens ein vernünftiges Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem anderen Clash-Video wieder. Dienstags bei XCan, freitags beim Let's Play oder sonntags hier bei Mauer to Max oder wenn es durch ist, mit einer anderen Serie, keine Ahnung. Wenn ihr einen Vorschlag habt, einfach in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.